Jesteśmy w hotelu Ines w dość dwuznacznej sytuacji. Moim rozmówcą jest Grigor Aszuk-Babian i jego kolega treningowy, który będzie tłumaczem. Grigor, nice to meet you. First of all, I would like to know, you decided to cut weight from light heavyweight to welterweight weight. Why did you decide to do it? Du hast dich entschieden, dass du mit dem Gewicht noch weiter runter gehst. Also nicht mehr im leichten Gewicht, sondern noch weiter hinunter. Und warum hast du dich dazu entschieden, das zu machen? Ja, bis 83 Kilo für mich war es gut, aber für internationale Kämpfe, es war für mich sehr schwer. Und ich habe ich mich entschieden, 77 Kilo für mich ist noch besser, ich fühle mich noch besser, noch schneller und konditionell und bin ich noch mehr stark. Yeah, you know, 83 kilo is good, but not for international, you know. And now his weight 77 is better for international fights and more famous, and he's no more quick in the fight and is stronger and he feels better, you know, less fat, and the body's good, he feels good. And does he feel that his technique, his fighting style has changed after he did it? Fühlst du dich, dass du deine Kombinationen, dein Stil hat sich ein bisschen verändert seitdem, oder? Ja, sicher habe ich mich verändert. Viele, die Kicks kommen schneller und alles ist anders. Boxen kommen schneller und alles ist anders. Einfach schneller und der Stil ist ganz anders. Werden wir morgen sehen. Yeah, he said, you know, the kicks are coming quicker, you know, the boxing combinations are better and more precise, and yeah, he said the whole steel is a whole other body, and yeah, tomorrow we will see. And he's fighting a very dangerous fighter, Aslanbek Saidov. What can he tell about Aslanbek as a fighter? Ja, du kämpfst gegen einen berühmten Kämpfer, gegen diesen Aslan. Was kannst du über ihn sagen? Aslanbek Saidov ist ein sehr starker Kämpfer, habe ich seine Kämpfe auch geschaut. Ich kenne ihn auch so privat. Er ist sehr stark, wie gesagt, und ich werde mein Bestes geben zum Gewinnen. Yeah, you know, he watched much of his videos and he know him, they know each other private. And aber ich habe auch genug trainiert für den Kampf und ich werde mein Bestes noch einmal geben zum Gewinnen. Yeah, he know him and he's a very strong and good fighter, but they know each other there, okay, but he will do his best for being better, you know, tomorrow, not to lose. And Aslanbek has very good wrestling, and what will he do to stop his wrestling? Yeah, er ist gut in wrestling, weißt du, so was könntest du machen, um diese Techniken zu stoppen? Ja, wie gesagt, ich hab geschaut, er ist guter Wrestling, Aslanbek, und ich komme auch von Kickboxen. Ich werde einfach meinen Stil machen, um zum Kämpfen bleiben, ja. Und wenn geht am Boden, dann geht kein Problem. Yeah, he's you know, for him is no problem. He will do his best. He will do boxing in standing positions, and if it comes to the what is it on the earth? But then it will be no problem. He will fight on the. It's no problem. Mm-hmm. Wrestling also. Mm-hmm. Does he have the feeling? Does Grigor have the feeling this fight might be more important for him? This fight, yeah. Yes. Fühlst du, dass dieser Kampf für dich noch wichtiger ist? Ja, dieser Kampf für mich ist sehr wichtig, weil wie gesagt, ich bin vierte Mal in KSW Veranstaltung. Und ich will beweisen, dass ich auch kann was. Ich habe dreimal verloren da. Und wie gesagt, dieser Kampf für mich ist sehr wichtig und ich will unbedingt gewinnen. Yeah, it was like he's four times here in this KSW and three times he lost. And he will show the people and the whole world international to be one of the best fighters in the world and not to lose, you know. So basically that's all, and I wish you much luck in your fight on Saturday, so good luck. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you.